Also immer mehr Menschen trinken Tee und immer mehr gehen auf die Bioprodukte um. Und ja, ich sehe, da ist ein großer Umbruch. Man hört oft, ja, ich trinke Tee nur, wenn ich krank bin. Aber jetzt, glaube ich, trinken Menschen Tee wirklich als ein Getränk, denn sie dann sagen, okay, dieses Getränk begleitet mich durch den Tag. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Diese Folge ist interessant für dich, wenn du inspiriert werden willst, neugierig bist und öfter mal ja, was Neues ausprobierst, was Neues trinkst, isst. Denn heute geht es um neue Trends in Ernährung. Genauer gesagt, es geht um den heißesten, neuesten Trend überhaupt. Und den stellt uns vor eine Unternehmensberaterin direkt von der Bankenzentrale in Frankfurt in die Nähe des Mittelmeers. Die kennt sich mit Zahlen und Prozessen aus, aber brennt ganzheitlich für Wellbeing und die Sonne des Südens. Wie man von der Bankberaterin bei PricewaterhouseCoopers zur Unternehmerin in eigener Sache wird, das erzählt sie uns heute selbst. Herzlich willkommen, Oksana Thorowitsch. Ja, guten Tag, Peggy. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, wie ich von der Unternehmensberaterin zu einem Ernährungs- oder Getränkunternehmen wurde. Ich arbeite noch tatsächlich als Unternehmensberaterin. Ich habe nach meinem BWL-Studium bei PricewaterhouseCoopers angefangen. Das ist einer der vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungen. Später bin ich dann zu einer Unternehmensberatung gewechselt und 2017 habe ich gedacht, ich mache das jetzt alles freiberuflich. So, das heißt natürlich, ich kann auch meine Zeit jetzt auch anders einteilen. Und wie ich zu dieser Idee kam, ich habe immer sehr viel gereist, beruflich, auch privat, reise ich wahnsinnig gerne. Und ich glaube, das ist so klassisch. Man fährt in den Urlaub und ist von irgendwas begeistert und bringt diese Idee nach Hause. So, und vor einigen Jahren, da hatte ich mit meinem Mann eine ziemlich große Reise durch Portugal gemacht. Und wir probieren sehr gerne viele Sachen und lieben Oliven und Olivenöl. Und wir wollten eine Olivenölprobe machen. Und das war auch so ein sehr schönes kleines Laden. Und die Inhaberin hat gesagt, sie wollte uns dann locken auch. Und sie hat gesagt, ja, es gibt dann fünf verschiedene Olivenölsorten zum Probieren und Olivenblättertee. Und ich habe gedacht, was? Habe ich nie gehört. Aber ich trinke Tee sehr, sehr gerne und ich probiere sehr gerne neue Sorten. Also für mich, der Tag geht nicht zu Ende, wenn ich keinen Tee getrunken habe. Also es muss sein. Und da war ich sehr natürlich, mich war ein bisschen skeptisch, aber sehr neugierig. Dann, ja, dann habe ich probiert. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, okay, vergiss Olivenöl, wir kaufen jetzt Olivenblättertee. Und wir haben alles gekauft, was in diesem Laden gab. So, das war der Anstoß, wirklich der Anstoß, die Geburtsstunde, der Impuls. Für das Unternehmen? Nein, das war eigentlich Impuls. Erstmal Liebe zum Produkt. Da war ich so. Große. Mhm. Dann kam ich nach Hause, habe dann begeistert allen erzählt, was ich da so Tolles entdeckt habe. Keiner hat das gehört, konnte sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Ich habe meinen ganzen Tee verschenkt und ganz schnell getrunken. Und dann wollte ich nachbestellen. Und dann habe ich festgestellt, das war schon, wie gesagt, vor einigen Jahren, habe ich festgestellt, ups, gibt es irgendwie nicht so wirklich. Es gab ein paar Seiten, war nicht so verbreitet und auf diesen Seiten gab es so gut wie gar keinen Tee. Das war nur ab und zu verfügbar, war aber nicht irgendwie zu diesem Zeitpunkt lieferbar. Und dann, da zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich das eines Tages selbst. Ja. Das war jetzt 2017, wo du auf der Suche nach Olivenblättertee warst und es nirgendwo gab. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt, ja. Und wie gesagt, das gab es so vereinzelt, aber das war jetzt nicht so, dass du in den Laden gehst und das kriegst. Das gibt es immer noch nicht so wirklich. Aber online habe ich ein paar Seiten nur gesehen und da war nicht lieferbar. So, und dann habe ich diese Idee so mit mir getragen. Ich meine, man braucht irgendwie, man muss sich informieren, man muss sich Gedanken machen. Habe ich ein paar Jahre mit mir so rumgetragen. Ich habe gedacht, eines Tages mache ich das.
Und dann kam Corona und bei mir war gerade Projekt zu Ende. Und mit neuen Projekten ging es dann so ein bisschen schleppend voran. Habe ich gedacht, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn schon, dann widme ich mich jetzt dieser neuen Sache. Ich habe jetzt Zeit, ich mache es. So, das war die Geburtsstunde. Du hast jetzt gesagt, der Tee, der schmeckt mir gut. Aber was war für dich auch wirklich der Grund zu sagen, ich gründe jetzt das Unternehmen? Hast du eine Analyse gemacht vom Markt? Hast du Zahlen verglichen? Wir haben ja jetzt wirklich diesen Matcha-Tee als wirklich einen letzten, ich will nicht sagen letzten Scheiß, aber das war es ja. Jeder hat ja das getrunken, ja, in allen möglichen Varianten. Also vorher der Grüntee und jetzt eben der Olivenblättertee oder wie? Ja, ich habe auch Marktanalyse gemacht. Und da bin ich etwas tiefer eingestiegen und dann habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, ich mag es einfach. Ja, ich kann mir noch so Kopf zerbrechen und Markt analysieren. Das war etwas schwierig. Ich meine, man kann Tee-Markt analysieren, aber jetzt für so ein neues Produkt, man weiß es nicht, kommt es an, wie groß ist der Markt? Also ich habe dann versucht, mich anzunähern, aber ich habe gedacht, ich mag es einfach. Und dann schaue ich mir das an, ja, jetzt dann andere. Ich habe einfach bin dieses Risiko gegangen, sagen wir so. Wo wir uns jetzt gut treffen, ist, und zwar diese ganze Thematik Konzeption Tee, habe ich bearbeitet 2004 im Bulgari Hotels and Resorts Hotel. Da war ich ja verantwortlich auch für das Food and Beverage Department und habe da ein großes Tee-Programm aufgesetzt. Da gab es das auch noch nicht so in Italien. Das war jetzt nicht spezifisch ausgelegt auf nur Grüntee. Das hatte schon allumfassend alle Tees mit im Programm. Aber wir haben dann wirklich auch eine Tee-Zeremonie eingeführt. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und bis heute gibt es das noch. Es wurde natürlich ausgebaut, beziehungsweise auch die Teesorten, die Anbieter ausgewechselt. Also der Trend Tee gehört heute zum Wellbeing dazu. Siehst du das auch so? Ja, ich sehe das auch so, in der Tat. Also immer mehr Menschen trinken Tee und immer mehr gehen auf die Bioprodukte um. Und ja, ich sehe, da ist ein großer Umbruch. Man hört oft, ja, ich trinke Tee nur, wenn ich krank bin. Aber jetzt, glaube ich, trinken Menschen Tee wirklich als ein Getränk. Denn sie dann sagen, okay, dieses Getränk begleitet mich durch den Tag. Ja, das ist, macht mich nicht so nervös, vielleicht wie ein Kaffee. Ja, und ja, ich denke, viele werden wirklich jetzt viel aufgeschlossen mit dem Tee gegenüber. Und es gibt ganz, ganz viele Nationen, die wirklich dann hauptsächlich Tee trinken. Ja, also jetzt abgesehen von den Engländern mit ihrem Afternoon Tea. Was denkst du, wie weit die Menschen sich bewusst sind, wie gut Tee eigentlich uns auch körperlich tut? Also die Effekte. Was meinst du, wie gut die schon kommuniziert sind, beziehungsweise inwiefern die auch ja, mit in Betrachtung gezogen wird, sich für Tee zu entscheiden? Was ich sagen kann jetzt, ich bekomme Feedback von meinen Kunden. Ja, viele sagen zum Beispiel, weil dieser Tee ist immer noch sehr unbekannt und es ist immer ein großes Überraschungsmoment. Viele sagen, okay, ich trinke sowieso gerne Tee, ich probiere das. Ja, und ach, das ist ja auch noch gesund. Da kann ich auch noch dazu. Was macht eigentlich Olivenblättertee? Was sagen die Analysten? Was sagen die Kritiker? Was sagen die Wissenschaftler auch? Die Statistiken? Ja, in der Tat, Wissenschaftler. Seit so 60er Jahre, 1960 ungefähr, gibt es immer mehr Studien, was denn eigentlich Olivenblätter für unsere Gesundheit bewirken. Und es gibt tatsächlich sehr viele positive Auswirkungen. Um jetzt nicht so in Details tiefer zu gehen, ich denke, Olivenöl kennt jeder. Ja, und das ist, da brauchen wir uns überhaupt nicht zu streiten. Auch die Wirkung von Olivenöl, ja? Auch die genau. Wirkung. Genau. Und es gibt einen Wirkstoff, pflanzlicher Wirkstoff, Oleuropein. Mhm. Und der ist dann in Olivenbaum, also in Blättern und in Früchten enthalten. Und je mehr von diesem Stoff im Olivenöl enthalten ist, umso, sage ich jetzt, hochwertiger oder wirkungsvoller ist dieses Olivenöl. Manchmal kann man sogar lesen, so und so viel Oleuropein enthalten. Ah, okay. So. Und die Olivenblätter enthalten um ein viel, viel, vielfaches mehr an diesem Wirkstoff in den Blättern. Und? Natürlich hat Öl auch noch andere Eigenschaften, weil das ist ölig, da gibt es auch Fette, das gibt es nicht im Oliventee, aber
von diesem Oleuropein, was jetzt dieser Hauptwirkstoff eigentlich, das ist ein sehr, sehr starker Antioxidant. Das ist wirklich sehr viel enthalten. Und es gibt auch andere Produkte aus Olivenblättern auf dem Markt. Ich glaube, viele haben gehört zu Olivenblattextrakt. Ja? Das ist auch ein sehr konzentriertes Produkt. Warum ich mich jetzt nicht für Olivenblattextrakt zum Beispiel entschieden habe. Für mich ist es ein bisschen Medizin. Ja? Das ist entweder eine Tinktur oder eine Pille. Ich fühle mich irgendwie krank, wenn ich das einnehme. Wenn ich Tee trinke, dann fühle ich mich gut. Das ist für mich so ein Ritual, wie du gesagt hast. Ja? Für mich ist es, ich nehme Flüssigkeit zu mir. Und wenn mir kalt ist, dann wärmt es mich. Ja? Und das riecht schon. Und dann mache ich mir Tee, das Ruhepause. Es ist ganz anderes, glaube ich, so Lebensgefühl, einen Tee zu trinken oder eine Pille einzunehmen. Würdest du sagen, der Olivenblättertee kommt von einem Lifestyle-Produkt auch nahe? Er vermittelt ja auch dieses mediterrane Feeling, dieses... Ja, Urlaubsfeeling doch irgendwie, oder nicht? Ist anders, als wenn du sagst, du trinkst jetzt so den Kräutertee, den Pfefferminztee. Ja, das hat was Winterhaftes. Ja, definitiv, definitiv. Weil ich denke überhaupt, wenn wir an Olive denken, denken wir an mediterranen Raum, an Urlaub, an Sonne, gute Laune. Das gehört alles dazu. Und dieser Tee, den kann man, also sehr großer Vorteil ist, ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von grünen Tee. Aber grüner Tee hat Koffein. Ja. Und früher habe ich das abends getrunken und ich konnte nicht schlafen. Deswegen glaube ich, war ich so von diesem Produkt begeistert, von diesem Tee, weil das schmeckt auch leicht. Also ich mache mir das so ziemlich leicht und das hat kein Koffein. Ich kann super, super danach schlafen. Aber vom Geschmack erinnert mich das schon so ein bisschen vielleicht, ja. Andere Leute wiederum nicht so. Also ich habe ja deinen Tee auch probiert und ich habe wirklich ihn sehr lecker gefunden, vor allen Dingen auch in der Mischung mit Lemongrass und so diese Abmischungen. Und für mich ist es wirklich auch eine gute Alternative, weil ich kann den Matcha-Tee auch nicht den ganzen Tag durchtrinken, aufgrund dieser Aufregung, beziehungsweise man ist dann schon auch sehr wach, ja, sehr auf dem Punkt konzentriert. Beim Olivenblättertee habe ich wirklich ein sehr harmonisches Gefühl. So, also es kann einen gut durch den Tag begleiten. Und natürlich hat es eine ähnliche, wie du gesagt hast, die Antioxidantien, diese immunstärkende Funktion. Der älteste Mensch in der Welt momentan ist 122 Jahre. Und die Japaner machen es uns auch ganz gut vor mit ihren Tees. Ja, warum nicht mal was Neues ausprobieren, was wir schon aus anderen Bereichen wie dem Olivenöl kennen und da die Vorteile nutzen? Wie lange glaubst du oder sagt die Statistik, darf ich diesen Tee trinken, bevor es einen Effekt hat? So genau kann man das vielleicht nicht sagen, aber ich bekomme immer Feedback von den Kunden und zwar schon ziemlich nach kurzer Zeit. Ich habe auch viele Stammkunden, die kaufen immer wieder und geben Feedback. Ich bin dann immer sehr dankbar für dieses Feedback. Und sie sagen zum Beispiel, ich kann besser schlafen. Ja? Oder Wechseljahre-Beschwerden gehen dann wirklich zurück. Ja, ist signifikant. Oder ich werde weniger krank. Ja, oder ich werde schneller wieder gesund. Und ich bin wirklich sehr dankbar für dieses Feedback, weil ich merke, Menschen spüren das wirklich. Ja? Also man kann natürlich Studien lesen und so weiter. Und es gibt jede Menge Studien, auch frei verfügbar im Internet. Ja, aber wird natürlich auch verlinkt auf deiner Webseite, nehme ich an, ja, wenn wir dann das nachher verlinken. Ja, sehr gerne. Da ist auch etwas beschrieben, genau. Wie gesagt, aber wenn Menschen dann an sich das merken und sie merken das so sehr, dass sie sogar sich Zeit nehmen, dann mich noch anzurufen oder E-Mail zu schreiben und dann zu erklären und sagen, wie es wirkt und das sind wirklich noch so Botschafter, dann sagen sie, ja, ich habe schon allen Freunden empfohlen und allen Kollegen. Ich denke dann, wow, das müssen sie nicht, ja, aber das machen sie freiwillig. Das freut mich immer riesig. Und das merke ich, dass es gut ankommt, dass es auch gut tut, ja. Das ist ja das Stichwort, weil du gerade sagst, gut tun. Wir sind ja jetzt gerade März. Es fühlt sich zwar noch nicht so an, dass wir im Frühling sind, auch ehrlich gesagt hier in Spanien noch nicht. Wir haben echt nicht so pralles Wetter. Aber Frühling ist ja auch die Zeit des Fastens. Und ich selber faste. Fastest du, Oksana? Hast du schon mal gefastet, so komplett 7 Tage, 10 Tage gar nichts essen?
Ich faste im Laufe des Jahres, also jetzt nicht unbedingt vielleicht großen Fasten, aber immer wieder mache ich so Hungerpausen oder esse nur ausgewählte Sachen. Okay. Das mache ich sehr gerne. Wenn man so komplett fastet, dann isst man ja wirklich, gibt es natürlich auch abgeänderte Varianten, aber dann isst man 7 Tage gar nichts und ernährt sich eigentlich nur von Flüssignahrung, das heißt von Gemüsebrühe und eben Tee. Also Kaffee fällt dann auch weg und es fällt auch der grüne Tee weg, weil der Körper kein Koffein oder Thein braucht in dieser Zeit, wo er sich regeneriert. Und ich werde dieses Jahr in meiner Fastenschule, die fängt jetzt, wir nehmen diesen Podcast übrigens auch für alle Zuhörer jetzt Ende März. Meine Fastenkur fängt an Anfang April vor Ostern. Und dann werde ich diesen Tee begleitend wirklich ausprobieren und werde mal die Probe machen, wie gut das auch wirklich den Fastenprozess unterstützt. Das wäre natürlich der sogenannte Customer Experience Hack auch für Restaurants, Hotels, Food-Startups und auch für die Kundenbegegnung. Viele haben ja wirklich jetzt Kundentreffen oder Meetings, wo man sagt, schaut her, wir sind Trendsetter, wir sind echt immer mit beim Zeitgeist ganz von dabei und wir haben jetzt anstatt den Beutel komischen Tee, ja, den Olivenblättertee. Wie ist die Zubereitung, Oksana? Zubereitung ist ganz klassisch. Du nimmst, also ich habe aktuell losen Tee. Mhm. Was mir am besten schmeckt sozusagen, jeder hat so seine Mischung. Manche mögen das eher stärker, die anderen eher leichter. Ich nehme immer 3 Teelöffel für 1 Liter Wasser, also kochendes Wasser. Dann lasse ich das ziehen, so 5 bis 10 Minuten. Man muss das nicht mal aus der Teekanne rausnehmen, weil das wird auch nicht bitter. Und dann immer wieder aufgießen. Also man kann noch 2-3 Mal sogar Tee aufgießen. Das macht es zum Beispiel sehr einfach und servierfreundlich für Hotels und Restaurants und für den Public Service, ja, weil da ist ja dann die Service-Sequenz dann immer die und da kann ich dir zwischen den Angeln sagen, zwischen den Türen sagen, da verlieren die meisten die Punkte, dass eben grüner Tee dann eben nicht ausgewechselt wird, beziehungsweise die Ziehzeit nicht beachtet wird, der Tee bitter schmeckt, überzogen ist oder nur zu kurz. Und das ist ja wunderbar, wenn man das da drin lassen kann. Ja, finde ich auch, ja. Sehr, sehr benutzerfreundlich in dem Sinn, ja. Wunderbar. Und du hast also diesen losen Tee. Gibt es spezielle Sorten oder wo du sagst, da gibt es die Mischung, die du, vielleicht kannst du uns mal 2 vorstellen. Ich kann sogar zeigen, ich habe hier... Please. Zum Beispiel, es gibt den solchen Dosen. Das wird sehr gerne als Geschenk genommen, zum Beispiel von Unternehmen, weil, ja, das ist zu einem, kann man diese Dose weiterverwenden. Ja, das ist heutzutage, sagt man, entweder nachhaltig oder Upcycling, also dass man das weiterverwendet, dass es nicht im Müll landet. Das ist zum Beispiel jetzt dieser klassische Tee geschnitten und... es gibt den gleichen Dosen. Ich kann noch ein paar andere noch zeigen, was ich an Verpackungen habe. Den Tee, den du auch genannt hast, diesen Rosmarin-Zitrone, das ist, glaube ich, der Verkaufsschlager schlechthin. Wow, der ist so lecker. Ja, das wirklich. Damit verwöhne ich mich. Also da würde ich sogar den Kaffee am Nachmittag stehen lassen für diesen Tee. Genau, da bekomme ich auch die meisten Feedback und das wird auch am meisten gekauft. Also ich merke, das kommt super gut an. Das schmeckt vielen, das ist auch irgendwie erfrischend und vielleicht zitronig. Und das kann man auch, das Gute ist am Oliventee, das kann man auch kalt trinken. Das heißt im Sommer, also ich mache es dann auch so, ich mache einfach dann Eiswürfel rein, Zitrone, Minze und dann hast du perfekten Eistee noch. Weil immer Wasser zu trinken, manchmal ist es langweilig. Wenn du gekauften Eistee kaufst, ist zu viel Zucker. Und hier kannst du sagen, okay, das schmeckt sogar ja ungezuckert sehr gut. Ja? Sodass du ein gesundes Produkt hast und sogar musst keinen Zucker verwenden. Schmeckt auch so. Man kann natürlich aber auch mit Honig oder egal, mit Zucker, mit allem Möglichen auch süßen. So, und diese gemischte Tee, zum Beispiel Rosmarin-Zitrone, den kann man auch hervorragend dann kalt trinken. Sehr gut. Genau, es gibt noch, also die am meisten wird entweder
dieser klassische, ohne alles gekauft und dann viele mischen das selbst oder schmecken den einfach sehr gut. Rosmarin, Zitrone ist sehr gut oder ich habe auch noch Apfelstückchen und Minze. Das ist, wenn jemand diesen minzigen Geschmack hat oder diesen Apfel, so Fruchtgeschmack, das mögen auch sehr viele. Dein Tee kommt aus Portugal oder woher kommt der Tee? Woher? Unterschiedlich. Also, unterschiedlich. Genau, genau. Das und ist Bio, das müssen wir noch erwähnen, oder? Genau, das war mir sehr wichtig, dass es Bio ist, weil ich wollte ein Produkt, das ich auch selbst nehmen würde. Und ich achte schon darauf, dass es Bio ist. Ich habe mich natürlich auch informiert und leider ist es so, dass Olivenbäume auch stark belastet sind. Ja, und deswegen muss man wirklich darauf die Bioqualität achten und nicht die konventionelle vielleicht nehmen. Würde ich empfehlen. Sehr gut. Also für alle nochmal, die wirklich was Neues suchen, jetzt für den Frühling neu in eine Wellness-Phase starten wollen, mit Fasten, ja, oder auch generell, Olivenblättertee ist wirklich der heißeste Trend, den es gibt. Ja, also das heißt, auch für die Kaffeelover, also ich zähle da auch dazu, ich bin auch ein totaler Kaffeelover, liebe ich Tee. Und eines wollte ich auch nochmal unbedingt oder erwähne es hier ganz klar für alle, die ja auch dabei sind, mal ihre Menükarten zu überdenken jetzt gerade. Ja, dieses Mittelmaß punktet nicht mehr bei den Kunden. Es gibt ja auch, da wirst du mir sicherlich recht geben, Oksana, sehr viel Mittelmaß auf dem Teemarkt. Ja? Wenn du mal in ein Hotel gehst, beziehungsweise oder in ein Restaurant, wie oft kriegt man da diese kleinen, verknorkelten Teebeutel immer noch. Ja, also sind so viele Jahre vergangen. Und da kann man sich das Teetrinken wirklich abgewöhnen. Mit deinem Tee, mit dem Detail, mit dem wirklich der Liebe zum Detail, macht man wirklich den Unterschied in der Customer Experience. Gibst du mir da recht? Definitiv. Ich würde sogar so sagen, dass den Tee kennen viele nicht. Ja, da kommt schon diese Neugierde. Aber ich würde das gerne probieren. Ja, und wenn der dann schmeckt, ich denke auch an sich würden Menschen dann, denke ich, diese Erfahrung gern mit anderen teilen. Sie würden dann sagen, pass mal auf, ich habe Olivenblättertee probiert. Weil das ist etwas, was nicht alltägliches ist aktuell. Da bist du vielleicht mit Freunden zusammen, du sagst, ja, ich habe im Hotel so und so Olivenblättertee probiert. Oder du sagst, ich habe Olivenblättertee probiert und die anderen sagen, aber wo denn? Und dann erzählt man vielleicht ein bisschen mehr, wie es geschehen ist, also wie war die Atmosphäre, wie hat es geschmeckt. Sofort in aller Munde sozusagen. Man hat eine Botschaft, die andere interessiert. Ja, man ist im Gespräch. Man kann mal was Neues erzählen, ja, und gleich in Verbindung mit dem Place to be, ja. Genau, weil ich zum Beispiel, wie ich gesagt habe, ich reise sehr viel, auch beruflich, privat. Mhm. Du bist irgendwo nicht zu Hause, ja, du hast so eine nicht alltägliche Atmosphäre und zum Beispiel bringe ich sehr gerne Sachen von Hotels. Also wenn der flauschige Bademantel ist, dann kaufe ich den oder ich gucke extra so in Shops, was da so gibt. Weil dann bringe ich dieses Gefühl nach Hause. Und es gibt Tage, da denke ich, ach, es ist jetzt stressig. Dann nehme ich vielleicht aus diesem Urlaub diese Tasse vielleicht, die ich dort gekauft habe. Und so kann ich mich gezielt nochmal in diese schöne Atmosphäre, weil Urlaub ist ja sehr oft oder fast immer, es muss so sein, das ist immer angenehm, unbeschwert, stressfrei. Ja? So kann ich mich wirklich bewusst in diese Situation versetzen. Und da bin ich aber mit meinem geistigen Auge schon da, ja. Also als ich das gemacht habe, als ich diese Tasse gekauft habe, diesen Tee. Und so kann man eigentlich, sage ich, immer wieder würde sich dieses Geschäft, dieses Hotel, immer wieder sich wieder in Erinnerung rufen, ja. Automatisch, weil man immer sagen würde, da habe ich das zum ersten Mal probiert. Das kann man nicht beeinflussen, das kommt sowieso dieses Gedanke, ja. Das sind wir einprogrammiert. Ach ja, wie schön war das. Weil dieses Geruch vielleicht oder Geschmack daran erinnert. Ja, das sind ja diese Kundenerlebnisse beziehungsweise Memory, diese Unique Memories, die das große Ziel ist, was wir bei den Gästen beziehungsweise Kunden auch wirklich erreichen wollen, inspirieren wollen, kreieren wollen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt richtig
Bock, diesen Tee zu probieren. Ich möchte jetzt unbedingt entweder Rosmarin mit Olivenblätter und Lemongrass oder Apfel mit Minze. Wir geben einen Code raus. Wir hatten gesagt BCN 2022. Ja. Und mit diesem Code können natürlich die Bestellungen bei dir eingehen. Auch wenn es um größere Bestellungen geht, nimmst du erstmal Kontakt auf, immer den Code mit eingeben. Und wir werden natürlich alle deine Kontaktdaten hier auch im Podcast verlinken. Ich danke dir, liebe Oksana. Du hast mir wirklich einen wahnsinnigen, interessanten und spannenden Impuls gegeben. Und ich hoffe auch vielen unseren Zuhörern. Zum Abschluss, jetzt, das mache ich bei jedem Interviewgast, einfach um noch ein bisschen näher zu erfahren, ein paar Fragen, ja, nein, beziehungsweise du sagst, du entscheidest dich einfach für etwas. Ja? Die erste Frage oder der erste Vergleich von den zwei ist sehr einfach. Teebeutel oder Loose Tea? Lose Tea. Loose Tea. Loose Tea. Restaurant oder Café? Das Café. Das Café. Wellness oder Konzert? Wellness. Wellness. Netflix oder Kino? Kino. Boutique-Hotel oder Camper? Boutique-Hotel. Boutique-Hotel. Beach oder City-Feeling? Oh, City-Feeling. City-Feeling. Ah, da habe ich schon vorgewählt für dich und habe auf City-Feeling getippt. Shampoos oder Afternoon-Tea? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber Afternoon-Tea kommt bei mir täglich und Shampoos, nein, nicht täglich, nehme ich Tee. Okay. Dann ich bedanke mich nochmal und bis zum nächsten Mal. Stay tuned for your customers. Eure Peggy und Oksana. Oksana, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1:1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare, wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com. Und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.